Hallo und herzlich willkommen hier im CubeTrack Tonstudio. Heute reden wir über Studiomonitore. Gibt es wirklich Monitorboxen, die noch besser sind als die Neumann-Monitore? Die KH310, gibt es Boxen? Gibt es Boxen, die besser sind als unsere KS Digital C88? Gibt es die? Vielleicht sogar besser als deine Roto-Kit oder wie die heißen? Gibt es die? Ich glaube ja. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Heute True Story, My New Love in Monitorboxen. Bleib dran. Großes Mysterium. Herzlich willkommen hier bei X-Factor. Heute reden wir über die ungelösten Rätsel der Studiomonitore. Nein, Quatsch, wir sind natürlich immer noch im CubeTrack Tonstudio und es geht um unsere neuen Studioboxen. Also, wir haben neue Boxen gekauft. Ursprünglich war der Plan, oder ich muss anders anfangen. Wir haben im Moment oder zu dem Zeitpunkt gehabt, einmal so Alesis Studiomonitore, so relativ Low-End, zwei Wege Bassreflexsystem. Die wollte ich gerne austauschen, die hatte ich ziemlich lange. Die wollte ich gerne austauschen. Zusätzlich haben wir diesen kleinen Auraton, beziehungsweise bei uns heißen die Beriton. Das ist der Behringer Nachbau davon, bei den Schrottboxen egal. Also ein Breitbandlautsprecher, aber aktiv. Und dann unsere Main-Abhöre ist von KS Digital C88. Das ist ein Drei-Wege-System, aber im Koaxial. Das heißt, du hast einen 8 Zoll Basslautsprecher, einen 8 Zoll Mittellautsprecher und in der Mitte von dem 8 Zoll Mittellautsprecher, darum Koaxial, ist der Hochtöner eingebaut. Ziemlich geile Box, übertrieben viel Leistung. Also ich glaube 180, 180 und 80 Watt, also Bass, Mitten und Hochtöner. Krass viel Leistung, geht super weit runter. Im Prinzip war ich immer glücklich mit der Box. Ich habe nie was vermisst. So, aber wie schon mein Opa früher mal sagte, das Bessere ist der Feind des Guten. Und also die C88 waren gut. Wie das immer so ist, ich kannte jemanden oder ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und dann ging es um die Lautsprecher von Abacus Electronics. Die sitzen hier in Nordenham. Wir sitzen ja in Oldenburg und die sitzen in Nordenham. Das ist so eine halbe Stunde Autofahrt oder so von hier entfernt. Ich kannte die Boxen aus dem HiFi-Bereich. Ich habe bei einigen Bekannten und Freunden von mir, die Boxen im Einsatz haben, mal die Boxen gehört und dachte da schon so, jo krass. Vor allen Dingen diese Air-Motion-Transformer, die die haben. Manche nennen die auch Bändchen-Hochtöner, die sind zum Beispiel auch bei Adam Audio werden die verbaut. Eigentlich heißt es Air Motion, das ist so eine gefaltete Folie. Anderes Thema, aber krasse Hochtöner und die hat Abacus auch oft verbaut. Nicht in allen Systemen, aber oft. Mir wurde von ganz vielen Leuten gesagt, Alter, die sind ultra krass, probier die mal aus, auch für Studio. Typischerweise sind das HiFi-Lautsprecher, aktive HiFi-Lautsprecher. Eher so im High-End-Audio-Bereich angesiedelt. So wurde dann der Kontakt hergestellt, jemand gab mir die Nummer und ich habe mit Hanno gesprochen. Im Gespräch mit Hanno kam dann raus, dass die auch, also dass Abacus auch so Monitor-Testpakete verschickt. Das heißt, das sind so Cases und da sind dann Testpaare drin. Und dann habe ich gesagt, geil, dann schick uns doch mal so ein Cortex 10 System. Das ist genau das, was ich haben wollte, ein Zwei-Wege-System mit Air-Motion. Allerdings glaube ich kein Bass-Reflex-System. Ursprünglich wollte ich das, ich habe mit ihm drüber philosophiert. Wobei, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, die Cortex 10, ich weiß nicht, wie die gebaut sind, aber ich meine kein Bass-Reflex-System, das ist auch ein geschlossenes Gehäuse. Was die allerdings können, ist, die gehen bis 16 Hertz runter. 16 fucking Hertz. Da denkt man so, what the fuck, 16 Hertz? Ja, Abacus entwickelt die Endstufen selber, hat die Physik außer Kraft gesetzt und kann jetzt irgendwie machen, dass kleine Lautsprecher mit 5,5 Zoll bis 16 Hertz runtergehen. Übelst krass. Also na klar kannst du damit keine Club-PA-Lautstärke fahren oder 120 dB machen. Aber bei einer moderaten Abhörlautstärke ist das unglaublich, was da an Bassleistung rauskommt. Vor allem wie tief und wie linear der Bass runtergeht. Zudem, als sie dann hier standen, wirkte es tatsächlich so, als wenn die KS Digital, da muss man fairerweise sagen, die sind auch schon seit 9 Jahren hier im Einsatz, aber als wenn die KS Digital, als würde eine Decke vor den Hochtönern liegen. Also ich habe ja immer alles damit super gehört, aber dann haben wir einmal umgeschaltet auf die Abacus, also auf die Cortex 10 jetzt. Und direkt war das so, wow, ein Blinder kann sehen, ich kann auch mal was hören. Wo war vorher die Hi-Hat? Ich konnte das vorher auf den KS auch hören, aber der Unterschied war gigantisch. Das hat auch jeder gesagt. Leider sind wir aber dann zu dem Schluss gekommen,
das ist eigentlich nicht genug Leistung für uns. Das heißt, die Cortex 10 mit dem, ich glaube, 5,5er oder 6,5er, 6 Zoll Treiber irgendwie in der Range, das ist zu klein. Da kommt zu wenig Schub raus. Du musst dir das vorstellen, bei uns hier in der Akustik, in der Studioregie, haben wir die Akustik so aufwendig gebaut. Hier sind, glaube ich, über 20 Pakete Rockwall verbaut worden. Das ist wirklich eine Menge. Und das ist dafür da, um gerade tieffrequente Energie aus der Luft zu nehmen. Das heißt, Bassreflexen, ganz kurz gesagt, Bassreflexen sollen weg. So, dadurch schluckt der Raum aber enorm Bassenergie. Das heißt, du musst hier das Doppelte oder Dreifache an Bassleistung reinschieben, damit du hier einen konstant drückenden Bass hast. So, und da wir viel auch elektronische Musik oder Hip-Hop oder sowas machen, will ich schon auch, dass der Bass schiebt. Das habe ich dann mit dem Hanno besprochen. Und Hanno sagte zu mir, ja Dennis, ich wollte sowieso schon immer eine Studiobox entwickeln. So ein bisschen, also so ein Drei-Wege-System, aber nicht mit dem Bändchen-Hochtöner. Genau, das war der Plan. Und dann war ich natürlich Feuer und Flamme und habe gesagt, geil, Boxen entwickeln, geil, ich will Teil sein. Und genauso war das dann auch. Also Hanno hatte dann schon relativ früh, ich glaube schon eine Woche oder zwei später, mir Fotos von den ersten Prototypen geschickt. Das geht halt ziemlich schnell in so kleinen Firmen. Dann wurden die Gehäuse dafür hergestellt und so weiter. Und ich glaube, 3-4 Wochen, nachdem wir darüber geredet haben, hatte ich schon das erste Muster hier. Dann haben wir das getestet, ich glaube so 2 Wochen lang, waren ziemlich begeistert. Aber da waren hier und da noch so Stellschräubchen, die gedreht werden mussten. Dann sind wir mal zu Abacus nach Lornheim gefahren, haben da nochmal Probe gehört, dann quasi schon Revision 1 wieder gehört, hatten dann noch Sachen angemerkt, was uns aufgefallen war. Und so waren wir sozusagen Teil des Entwicklungsprozesses. Also ich habe nicht entwickelt, ich bin auch kein Boxentwickler, aber wir durften, wie sagt man so schön, unseren Senf dazugeben. Und Hanno hat das dann hier mit uns in der Regie gehört. Dabei rausgekommen ist ein neuer Studiomonitor, den die Jungs von Abacus bauen. Ausdrücklich, ich werde nicht für dieses Video bezahlt, ich muss keine Werbung für die machen, ich erzähle nur meine eigene Meinung und ich liebe die einfach. Ich bin komplett verliebt, I'm in love. Also ich bin einfach nur in love und will ganz kurz über meine Erfahrung berichten. Das sind die Mira, heißen die, oder Myra auf Englisch, Abacus Myra. Und das sind diese 3-Wege-Lautsprecher. Das Pärchen kostet nur 2500 Euro. Klar, wenn du jetzt nur 500 Euro für Studioboxen ausgeben willst, sind die dir vielleicht zu teuer. Aber die konkurrieren, und wir haben es verglichen, zum Beispiel direkt mit den Neumann KH310. Die kosten 1.899 pro Box. Ich habe die auch schon für 2,5 pro Box gesehen. So, und die ziehen die ab. Die haben mehr Bassleistung, die haben eine geilere Mittenauflösung. Die sind insgesamt bessere Boxen. Kosten nur nicht so viel. Ist klar, wenn da Neumann draufsteht, dann verdoppeln die den Preis einfach pauschal. Das kann man wohl merken. So, was zeichnet die Boxen jetzt aus? Es ist sehr schwer, Boxen zu beschreiben. Was ich aber sagen kann ist, ich gehe an dem Keyboard wirklich runter bis unterstes C und mache einen 808 fetten Bass an und höre wirklich jeden Ton einzeln. Und viele Boxen fangen gerade an, bei so unter 50 Hertz komisch zu schwabbeln, komische Geräusche zu machen. Das machen die nicht. Die Mitten sind so klar aufgelöst. Ich kann mixen, ich höre Dinge, die ich vorher nicht gehört habe. Bei Mixen, mit denen ich eigentlich zufrieden war, wenn ich die jetzt nochmal höre, denke ich, oh krass, Alter, da irgendwo in den mittleren Frequenzen, da ist noch irgendwo eine Resonanz, da hätte ich noch was mixen können. Also das ist natürlich, das sind vielleicht 5% besser als die KS. Aber wenn man in dem Level unterwegs ist, in dem wir hier arbeiten, dann sind 5% eine Menge. Ja, also was soll ich sagen? Ich bin wirklich begeistert. Wir werden die Boxen weiter einsetzen. Wir werden trotzdem weiter auch die KS Digital einsetzen. Und wenn du also auf der Suche bist nach Studiomonitoren, dann check unbedingt die Abacus Boxen ab. Die, ich glaube, C-Box 4, glaube ich, ist die kleinste. So eine kleine. Die ist auch ziemlich geil. Das ist so ein Nahfeldmonitor. Erinnert ein bisschen an Genelec, würde ich sagen. Dann diese Cortex-Reihe und dann die Myra. Die solltest du unbedingt auschecken. Du kannst dir auch Testpakete bestellen und so. Ich mache das einfach nur, weil dieses ganze Video mache ich nur, weil ich die Freunde von Abacus unterstützen möchte und weil die uns geholfen haben. Uns ist tatsächlich mal ein Lautsprecher ausgefallen vor kurzer Zeit von der C88, also von dem KS Digital. Das war Freitagnachmittag, 16 Uhr. Und das ganze Wochenende sollte eine Produktion stattfinden. Ich habe Hanno angerufen und sagte, Hanno, ich habe Problem, ich habe keine Boxen.
Zwei Stunden später hatten wir zwei Boxen hier, damit wir das Wochenende überarbeiten können. Das ist halt, warum lokale Leute einfach geil sind. Man hilft sich gegenseitig. Das ist der Hauptgrund, warum ich dieses Video mache. Wenn du weitere Fragen dazu hast, sprich mich gerne an. Wenn du technische Details zu den Lautsprechern wissen willst, dann frag gerne die Jungs von Abacus oder schau auf der Seite nach. Ich verlinke die Boxen unten. Sehr schön, dass du das Video ganz zu Ende geguckt hast. Herzlichen Dank dafür. Wenn der Content für dich interessant war, dann lass uns das doch gerne wissen mit einem Kommentar. Drück einen Daumen hoch. Falls es dir nicht gefallen hat, drück einen Daumen runter. Aber lass uns dann auch gerne wissen, was wir verbessern können. Falls dich allgemein so technische Dinge oder musikalische Dinge interessieren, abonnier den Kanal. Hier kommen regelmäßig solche Videos. Genau wie dieses Video und das. Das könnte auch für dich interessant sein. Check das unbedingt ab. Mein Name ist Dennis Westermann vom Cube Tribe Tone Studio. As you already know. Chicka, chicka.